Eskalation. So, wir sind auf dem Hockenheimring. Es sieht nach Regen aus. Oh mein Gott, obwohl die Sonne vom Himmel prasselt, wie eigentlich in Deutschland jetzt zurzeit auch. Unser Ziel ist Erster werden. Hast du mal die letzten Rennen von uns gesehen, verdammt? Liebe Teamleitung, Mann. Okay, wir starten vom dritten Platz. Wir haben ein gutes Qualifying gemacht. Wie gesagt, ist ein bisschen Regenwahrscheinlichkeit. Deswegen, ja, werden wir auf jeden Fall, wir werden auf jeden Fall mit den harten Reifen durchfahren können, weil Regenwahrscheinlichkeit 37% ist leider typisch so, dass am Anfang immer Sonne scheint und dann Regen irgendwann gegen Ende des Rennens einfällt. Das nur irgendwann ungefähr ein Drittel ist, würde ich so sagen, so letztes Viertel des Rennens kommt das höchstwahrscheinlich, also, und da wirkt sich das nicht mehr auf die Strecke auf, deswegen werden wir wahrscheinlich mit der Reifentaktik nichts groß ändern können. Die harten Reifen sind aber, ich glaube, besser für Regen geeignet, wenn ich das richtig... Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Ist auch egal jetzt. Und ja, da gehen wir einfach mal auf die Strecke und sind gespannt, was wir so erreichen können. Momentan sind wir Dritter. Wir kommen auch vielleicht in der ersten Runde, also da rechne ich schon damit, dass wir ruhig mal vorfahren können, weil in der ersten Runde ist ja die KI immer ein bisschen schlechter. Und ja, da können wir erster Platz, und ist den ersten Platz ist da sicher drin, aber das Problem ist dann eben, diesen Platz zu halten. Und das wird eine große Herausforderung, die wir heute versuchen, mal ohne Fail gegen Ende zu erreichen. So, Punkt. Und jetzt konzentrieren wir uns auf den Start. Jawohl. So, komm. Verdammt. Button ist vorbei an uns gezogen, aber wir sind schon zumindest schon mal Zweiter. Und wenn wir jetzt den ein bisschen ausbremsen. Wir sind in. Wir haben die Innenbahn. Sehr gut. So, Erster sind wir schon mal. Aber DRS wird mit Sicherheit aktiviert werden, deswegen ist das nicht ganz so doll. Wir müssen jetzt hier versuchen, schön in der ersten Runde schön wegzukommen, damit die keinen DRS haben. Wir haben, ich glaube, 5 Runden Benzin Überschuss, aber wir fahren auch 17 Runden. Ja. Bisschen crank. Und wir haben auch schon wieder fast unser ganzes Curse aufgebraucht. Aber das ist ja sowieso in der Startrunde meistens so. Und deswegen, ja, ist das eigentlich kein Problem. Wir müssen halt bloß in der ersten Runde weit wegkommen, weil die KI ja, wie gesagt, in der ersten Runde ja immer ein bisschen schwächer fährt. Weiß ich nicht, ob das in der echten Formel 1 auch so ist, dass die da erstmal wieder die Strecke ein bisschen antesten müssen, aber ich weiß es nicht. Ganz so wegfahren wir den jetzt trotzdem nicht, das war auch nicht zu erwarten. Weil wenn wir, wie gesagt, wir spielen hier auf Profi und ich glaube, wir sind noch nicht ganz Profi. Außer in der ersten Runde. Oh, da hat einer schon in die Box gefahren. Wieso? Und wir haben relativ großen Abstand. Da hat es wahrscheinlich ein bisschen gekracht, muss ich sagen. Ah ne, Rosberg ist dann Schumacher vorbei. Ja, vielleicht hat es da gekracht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das nur gut für uns. Und so kommen wir auf jeden Fall weg. Puh. 3 Sekunden Vorsprung. Also da scheint es doch ein bisschen was kaputt gemacht zu haben. Das ist gut für uns. Und wenn wir hier tatsächlich Erster werden, Leute. Dürfen wir uns keine solchen Fehler hier erlauben. Möglichst. Noch haben wir zwar den Abstand, aber der wird mit Sicherheit kleiner werden. Der ist schon kleiner geworden durch unseren kleinen Fehler hier gerade. Und deswegen... Schön konzentriert weiterfahren. Schön konzentriert weiterfahren. Qualifying lief gut. Das haben wir ziemlich gut mit den ersten Zeiten mitgehalten. Also da haben uns nur 0,05 gefehlt. Das ist... Na, was willst du mehr? Das ist fast so gut wie gleich gut. Ah, die sind schon wieder rangekommen. Also wenn wir hier gut fahren, dann sollten wir hier auf jeden Fall schon mal den ersten Platz auf jeden Fall halten können. Wenn wir uns das nicht wieder so versauen wie in Silverstone. Wie gesagt, wer es nicht gesehen hat, bitte mal angucken. Das ist echt deprimierend für mich gewesen. Muss ich erst auch erstmal verdauen. Aber ja, gut. Jetzt ist DRS aktiviert. Nicht gut für uns. Weil wir ja verteidigen unseren ersten Platz. Und deswegen, ja... nicht gut für uns, weil da können die sich gegenseitig immer ein bisschen vorpushen mit höheren Geschwindigkeiten
Solange sie nicht im DRS-Fenster sind, ist mir das egal, aber... Du hast 2 Sekunden Vorsprung auf deinen Verfolger. Nur noch 2 Sekunden, das waren vorhin schon mal mehr. Wir müssen... Ach, du Kacke! Ah. Wir glauben, dass in 15 Minuten leichter Regen... 15 Minuten leichter Regen, okay. Das wird die Strecke nicht mehr beeinflussen. Also wenn es wirklich 15 Minuten sind. Wir haben 17 Runden, 3 davon haben wir schon gefahren. Eine Runde dauert ungefähr 1,5 Minuten, ja. Da kommen wir am Ende so vielleicht 4-5 Runden Regen. Und das, ja. Das beeinflusst die Strecke dann nicht mehr. Aber wir haben gerade einen richtig krassen Fehler gemacht. Das ist der Nachteil. Der ist jetzt schon wieder direkt hinter uns und wird in der nächsten Runde definitiv DRS haben. Ach, wieso muss das eigentlich Rosberg sein? Den müssen wir doch eigentlich... auf Distanz halten in der Gesamtwertung. Also, ne, nicht auf Distanz halten, wir müssen da den dem näher kommen. Scheiße, wieso fahre ich denn jetzt so falsch, so schlecht, so? Rosberg fährt in den nächsten 2 Runden an die Box. Ich glaub's aber selber nicht. Aber solange wir vorne sind, haben wir natürlich erstmal den Vorteil, so theoretisch. Aber hier muss ich jetzt immer richtig viel Curse einsetzen. Mache ich auch. Okay. 988, der ist leider noch knapp drin, deswegen hat er noch DRS. Okay, ich versuche mir mal auf jeden Fall die Innenbahn zu sichern. Die ist wichtig. Und die haben wir geschafft. Okay, gut. Wie gesagt, wir müssen jetzt immer richtig viel Curse auf der langen Geraden verwenden. Damit wir hier vorne bleiben. Ich traue mich gar nicht über ein Thema nachzudenken, weil ich dann so abgelenkt bin und hier Fehler mache. Und das wäre nicht ganz so toll, meiner Meinung nach. Weil ich mir natürlich wieder keins überlegt habe. Wer wissen will, warum, der kann ja mal ins Qualifying schauen. Da habe ich das so ein bisschen erklärt. Also nicht direkt, aber man kann sich daraus denken, was ich da gesagt habe. Fuck, Rosberg ist direkt hinter uns und ich hab's wirklich nicht auf die Reihe gekriegt, mal hier ein bisschen wieder eine ordentliche Runde zu fahren. Verdammt, ey. So, komm. Okay, unsere Runde ist doch ein ganzes Stück schlechter als die beste Rundenzeit momentan, aber nicht so krass wie bei den anderen Rennen. So, wieder die Hälfte vom Curse. Rosberg ist hinter uns, Schumacher ist weiter... Okay. Weiß ich nicht, ob das so ganz fair war, aber pff, ist mir jetzt gerade egal. Beim Auto hinter dir ist der Frontflügel leicht beschädigt. Frontflügel leicht beschädigt. Okay. Ja, gut, da sind wir zickzack gefahren. Ich weiß, das ist eigentlich gegen die Regeln, aber das Spiel baut es nun mal nicht ein und ich bin ein Bug-User. Ihr müsst mir mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr meint, komm, fahr mal lieber ein bisschen... nach den echten Regeln und ja, tu mal nicht diese Fehler im Spiel ausnutzen. Ja, also müsst ihr mir mal reinschreiben, falls ihr das wollt. Wenn nicht, dann sondern mich eher siegen sehen wollt, dann bitte schreibt es nicht unten rein. Weil damit verlieren wir mit Sicherheit 1-2 Plätze immer, wenn man nicht so zickzack fährt. Naja, so. Wir haben so eine kleine Spitzengruppe mit 4 Autos, die jetzt alle hinter uns, nein, 3 hängen hinter uns. Also insgesamt mit 4 Autos. Und die fahren jetzt schon 20er Zeiten hier. Das ist schon, die ist so breit hier, die Straße, das ist echt verdammt kacke. Verdammt breit die Strecke. Verdammt, ich muss hier dranbleiben. Ich habe jetzt mein ganzes Curse eingesetzt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Weber liegt in vorn. Verdammt, Weber zieht weg. Weber zieht weg, Leute. Weber zieht weg. Den können wir nicht halten. In Sektor 2 sind wir schneller. Ja, bestimmt, ja.
Wir müssen jetzt auf jeden Fall wieder ranholen bis zur bisschen ranfahren an die Gerade. Das wäre wichtig, aber wir haben eben unser ganzes Kurs verwendet, deswegen können wir jetzt nicht so richtig. 1,22. Okay, wir fahren Boxenstopp. Verdammt. Nein, wir haben kein DRS. Aber ich versuche jetzt trotzdem mein ganzes Kurs hier einfach mal reinzuballern. Damit Weber nicht ganz weit wegkommt. Scheiße. Der ist so in Reichweite, aber wir kommen nicht ran, verdammt. Das ärgert mich so richtig, ey. Ja, es wird doch spannend, aber... nach vorne ranzukommen wird echt ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Bin am überlegen, ob ich nicht noch eine länger draußen bleibe. Guck mal, ob der reinfährt. Wenn der reinfährt, fahre ich auch rein. Fuck. Okay, scheiße. Nee, ich fahr doch rein. Habe ich mir gerade so überlegt. Ich fahr doch rein. Verdammt. Nee, komm, das müssen wir mal mit der Rückblende machen. Weil so oft fahren wir hier keine Fehler auf Hockenheim und da nehmen wir mal die Rückblende mit. Verdammt! Okay, zwei sind vorbei, Rosberg ist vorbei. Komm schon, haut die Dinger dran und los! Benzin auf Vollgas. Ab geht's. Es sind keine Stops mehr geplant. Pass auf deine Reifen auf. So, wir müssen versuchen, Weber zu kriegen. Das wird nicht ganz einfach, Leute. Das wird echt nicht ganz einfach. Ach du Scheiße. Auf jeden Fall ist Karte Kayan gerade hinter uns. Den ich immer noch nicht ganz ernst nehme, obwohl er eigentlich nicht so schlecht in den letzten Rennen war. Naja, okay. Scheiße. Ich denke mal, Rosberg wird, werden wir auch nicht mehr kriegen, also es wird ziemlich schwierig werden. Muss ich sagen, also das wird echt nicht einfach, jetzt einen Weber wieder zu kriegen. Unser Boxenstopp ist zwar ganz gut gelaufen, aber... naja. Nee, die sind jetzt schon vorne. An der Box. Verdammt. Okay, wir sind neben denen. Ah nein, da vorne ist der Weber schon wieder raus. Weber ist schon wieder raus, okay. Weber ist schon wieder weg. Okay, Weber kriegen wir nicht mehr. Schade. Schade.